Hallo und herzlich willkommen zurück zu Disney Dreamlight Valley. Ja, ich wollte jetzt eigentlich Olaf ein wenig leveln, aber das geht natürlich nicht, ohne seine Quest anzunehmen. Deswegen werde ich euch mal kurz die Quest vorlesen, dann einen kleinen Cut machen und dann an einen nächsten Tag weitermachen. Übrigens, ich habe mich jetzt extra fürs neue Update mal umgezogen, das nur eben nebenbei bemerkt. Ich wünschte mir wirklich vernünftige Strumpfhosen, die tatsächlich schwarz und einfarbig sind. Aber das ist jetzt leider das Beste, was ich jetzt so bekommen konnte. Das nur so mal am Rande Oh bemerkt. gut, du bist hier. Hallo Gameplayerin, ich wollte dich gerade besuchen. Ich bin sehr froh, dich wieder im Dorf zu sein. Aber seltsamerweise fühlt es sich nicht richtig an. Es ist, als ob etwas fehlen würde. Ich weiß nur nicht was. Du bist älter und daher allwissend. Kannst du mir helfen, es herauszufinden? Ich werde versuchen zu helfen. Erzähl mir mehr. Früher war dieser Ort voller Freude, Freundschaft und warmer Umarmungen. Aber einige der Dorfbewohner scheinen überhaupt nicht glücklich zu sein. Wie zum Beispiel der mürrische Löwe und die Dame, die immer in den Spiegel schaut. Ein mürrischer Löwe und eine Dame, die immer in den Spiegel schaut? Oh, du meinst sicher Ska und Mutter Gothel. Man kann nicht jeden glücklich machen. Sie sind machthungrig. Wenn sie glücklich wären, wären es viele andere im Dorf nicht. Wow, du meinst also, dass einige Vorstellungen von Glück im Widerspruch zu anderen stehen und es praktisch unmöglich ist, das Glück aller zu maximieren? Ui, das ist ein sehr erwachsener Gedanke. Lass es uns simpel halten. Was hast du bisher versucht, um Ska und Mutter Gothel glücklich zu machen? Ich habe versucht, Ska zu umarmen. Aber mein Dauerfrost ist an seinem Fell festgeklebt und das gefiel ihm gar nicht. Dann habe ich versucht, Mutter Gothel einige faszinierende Dinge zu erzählen. Was zum Beispiel? Ich habe erzählt, dass der durchschnittliche Mensch 22.000 Mal am Tag ein- und ausatmet. Sie schienen davon nicht beeindruckt zu sein. Vielleicht können wir versuchen, ihnen ein paar Geschenke zu machen. Das heitert immer alle auf. Ach, was für eine unglaubliche Idee. Ich wusste, du könntest mir helfen, Gameplayerin. Du hast die natürliche Weisheit, die mit der Reife kommt. Ich weiß genau, was ich ihnen schenken kann. Fangen wir mit ein paar Blumen an. Einige rote Bromelien, blaue Passionslilien und weiße Passionslilien würden einen exquisiten Strauß ergeben. Natürlich brauchen wir auch etwas Lachs. Lachs? Warum? Vertrau mir einfach, Gameplayerin. Alles zusammen wird ein wunderschönes Geschenk ergeben. Warum gehst du nicht alles suchen, während ich mir überlege, was ich auf die Karte schreiben soll? Lieber Scar. Als nächstes, liebe Mutter Gothel. Nein, an meine hochgeschätzten Mitbewohner. Ich schwör's euch, das war bestimmt der schönste Tag in meinem Leben. Ja, so viel dann zur Quest. Ich mache hier erstmal einen kleinen Cut und ich werde dann, ohne dass ihr es merkt, den guten Olaf ein wenig leveln. Bis gleich. Ja, und wir haben endlich alles zusammen. Ich habe jetzt gerade Olaf irgendwo hier gesehen. Doch, ich bin doch auf dem richtigen Weg. Nur der versteckt sich. Ach, da Hier versteckt er sich. drüben. Warum versteckst du dich hier, Olaf? Bitteschön. Oh, hallo. Du hast es geschafft. Du hast den Lachs und alle Blumen gefunden. Hey, wusstest du, dass manche Blumen wirklich schlecht riechen? Aber nicht diese hier. Diese hier riechen großartig. Das wusste ich. Wow, du weißt wirklich alles. Los, kommt. Lass uns Mutter Gothel ihr Geschenk geben. Ich glaube, es wird ihr gefallen. Ja, falls Mutter Oh, Gothel überhaupt noch wach danke. ist. Das macht mich so glücklich. Olaf, du weißt, dass deine Arme leuchten? Ich wollte nur wissen, ob du das weißt. Wo ist denn Mutter Gothel? Ach, die ist hier vorne. Hallo, Mutter Gothel. Wir haben ein ganz besonderes Geschenk für dich. Drei Fische. Roher Fisch? Warum solltest du mir rohen Fisch geben wollen? Weil ich dachte, dass er dir gefallen würde. Wusstest du, dass Lachse ihre Farbe ändern und einen ausgezeichneten Geruchssinn haben? Wie schön für dich. Und jetzt geh und hör auf, mich mit nutzlosen Unsinn zu belästigen. Das hat wohl nicht so gut geklappt. Ich bin so überrascht, dass mein Geschenk Mutter Gothel nicht glücklich gemacht hat.
Ich dachte, du würdest ihr die Blumen geben und Scar den Lachs. Ich glaube, da ist etwas durcheinander geraten. Allerdings. Jeden im Dorf glücklich zu machen, wird schwieriger, als ich dachte. Wir müssen es weiter versuchen. Du hast recht. Wir beginnen damit, diesen Strauß zu Scar zu bringen. Ja, ich bin mir sicher, dass er ihm gefallen wird. Ich auch. Diese Blumen sagen für mich ganz eindeutig König des Dschungels. Oder zumindest eifersüchtiger Onkel des Königs des Dschungels. Ich sollte Scar die Blumen bringen. Er kann ein wenig mürrisch sein. Aha. Aber sag ihm, dass sie von jemandem kommen, der ihn zum Lächeln bringen will. Sicher. Ich treffe dich danach in der Nähe der Brücke zur sonnigen Ebene. Ein Blumenstrauß. Okay, ich habe gerade was gesehen. Genau. Das wollte ich dann doch mal eben mitnehmen, weil Holz, ne? Kann man nie genug haben. So, Frage ist, ist Scar überhaupt da oben? Moment. Doch, er ist da. Er sollte jetzt zu Hause sein. Ja. Sonst habt ihr keine Probleme, als das hier direkt hinzustellen, wo man spawnt. Hallo? Geht's noch? Ich würde gerne mich hier hin teleportieren und dann auch bewegen können, ja? Scar! Du da! Ich brauche dich. Hey Scar, ich habe ein Geschenk für dich. Ein zerlumpter Blumenstrauß? Du warst doch sicher nicht so dumm, sie selbst für mich zu pflücken. Sie sind von Olaf. Er will dich zum Lächeln bringen. Gib meine Wertschätzung für diese langweiligen Blumen weiter. Dann sage dieser kleinen Schneeskulptur, dass ich sie in Schneematsch verwandle, wenn sie mich noch einmal belästigt. Kusch, kusch. Ich bin fertig mit dir. Mhm. In der Nähe von der Brücke zur sonnigen Ebene. Meinen die jetzt da hinten die Brücke? Wäre jetzt die einzige, die mir einfällt. Nö. Hä? Olaf? Olaf. Da kommt er. Olaf, du bist irgendwie nicht da, wo du eigentlich sein solltest. Übrigens mit diesen Vögeln, das funktioniert irgendwie nicht. Ich habe den, ich glaube Hauswurz war es, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, gegeben, also deren Lieblingsspeise. Und trotzdem, ja, es wird zwar gezählt, also die geben ja auch Klamotten beim ersten Mal und so. Aber das war es dann auch. Also, ich krieg das nicht angerechnet. So, das wollte ich sagen. Hallo, Olaf? Oh gut, du bist hier. Hat Scar der Strauß gefallen? Oh ja, auf jeden Fall. Irgendwas sagt mir, dass du nur versuchst, dass ich mich besser fühle. Das zeigt, dass du eine weise und fürsorgliche Herrscherin bist, die die Gefühle ihrer Bürger am Herzen liegen. Ja, da hast recht. Wow, es ist wirklich schwer, manche Leute glücklich zu machen. Ich wollte dem ganzen Dorf nur eine Freude machen. Olaf, irgendwas passiert gerade. Ich denke, dass alles, was wir zusammen gemacht haben, eine neue Erinnerung entstehen lässt. Tja, das war's dann wohl. Wiedersehen. Nix wiedersehen. Oh. Er hat schon mal eine Aufführung gemacht, so wie es aussieht, okay. Das ist es. Das fehlt dem Dorf noch. Geschichten. Vor dem Vergessen war ich der offizielle Geschichtenerzähler des Dorfes. Auf diese Weise habe ich dem Dorf Freude bereitet. Es gab auch mal eine große Bühne in den eisigen Höhlen. Alle haben sich darum versammelt und wir haben Theaterstücke aufgeführt. In den eisigen Höhlen gibt es keine Bühne. Sie muss während des Vergessens zerstört worden sein. Oh, wie traurig. Sei nicht traurig. Wir werden eine neue Bühne bauen. Sie wird genauso gut sein wie die alte. Nee, Moment. Sie wird sogar noch besser sein als die alte. Oh, werden wir das? Vielen Dank. Ich glaube, ich weiß sogar noch, wie wir die alte Bühne gebaut haben. Aha. Wir haben etwas Weichholz, Eisenbarren und Seil verwendet. Aha, gut, dass ich Weichholz sammle. Ich frage mich allerdings, wo wir den Vorhang hatten. Ich kenne jemanden, der uns dabei helfen könnte. Mini. Sie ist großartig in aller Art von kreativen Dingen. Juhu.
Also gut, lass uns alles zusammentragen, die Bühne aufbauen und wieder anfangen, Geschichten zu erzählen. Okay. Eisenbarren könnte jetzt wieder kompliziert werden. Weil ich glaube, ich habe jetzt so nicht mehr Großeisen gefunden. Meine Freunde, die Trolle, würden dich lieben. Ja, ich weiß. Ach so, ja, ich wollte euch noch was zeigen. Genau, weil es hat ja jetzt etwas länger gedauert mit dem Sammeln von den Sachen. Und mittlerweile hatte ich mir ja was gekauft. Ich glaube, das hatte ich irgendwann schon mal erwähnt. Ich bin mir nicht sicher und war verzweifelt, dass ich das Schloss nicht machen kann. Ihr müsst einfach nur, wenn ihr draußen steht, auf F drücken, dann auf euer normales Haus. Und da seht ihr jetzt unten ersetzen. Das gibt es übrigens mittlerweile auch im Haus. Da könnt ihr nämlich die Türen mit ersetzen jetzt. Das hat ja vorher überhaupt nicht funktioniert. Und dann drückt ihr auf Ersetzen und dann könnt ihr, ich glaube, standardmäßig unter diesen Farben hier aussuchen. Ich weiß gerade gar nicht, was jetzt standardmäßig, ich glaube blau oder so ist standardmäßig, bin mir nicht sicher. Da könnt ihr hier unter den Farben aussuchen und die, die sich diesen Palast hier gekauft haben, die können sich auch den Palast aussuchen. Da müsst ihr einfach nur einmal klicken. Der ist aber wesentlich größer als das Haus, wie ihr seht. Deswegen musste ich leider einiges umstellen, aber so sieht das Ganze jetzt aus. Und den Teich, den hatte ich ja vorher schon da vorgestellt und ich habe mir jetzt aktuell, ich weiß aber nicht, ob das wirklich noch so bleibt, habe ich mir hier so ein bisschen eine grüne Hecke noch hingestellt. Dann, ich denke mal, wir haben viel zu tun. Das werde ich dann eher woanders machen, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ja, das wollte ich euch nur eben noch gezeigt haben und gesagt haben. So, ich habe schon wieder total vergessen, ich rede so viel. Moment, 4 Eisenbarren und 4 Seile. Oh ja, ich habe genug Eisenbarren, beziehungsweise Eisenerz noch geholt. Sehr, sehr geil. Immerhin. Und 4 Seile brauche ich noch. Ich habe natürlich nur 2, war ja klar. Aber bei Seilen ist das, glaube ich, nicht so schlimm. Moment, wir brauchen da die Fasern für. Wir brauchen 4 Fasern für eine. Was brauchen wir denn noch? Also müssten wir, ja, müssten wir jetzt 2 machen. Hinten läuft schon wieder Mutter Gothel rum. Nein, ich lasse mich nicht schnell ablenken. Moment. Hä? Ach so, ich brauche 8 Fasern. Ach so, ich dachte, ja, ich hatte 4 Fasern dann. Ja, ja, okay. Ich brauche 8. Moment, dann mache ich jetzt nochmal. Ja, okay, ich habe falsch geguckt. So, dann können wir jetzt noch einmal herstellen. Theoretischerweise könnten wir auch 2-mal herstellen, aber brauchen wir ja nicht. Und ach so, nee, niedrig gemeißelte. Die beiden habe ich übrigens bei Erik geholt im Schloss. Also ein Steuerrad, Bücherregal, das könnte man theoretisch selber bauen. Und hier diese niedrige gemeißelte Säure, die kann man auch selber bauen, wenn man das bei ihm kauft. So, dann haben wir alles, sprich mit Mini, um einen Vorhang zu erhalten. Das sieht schlecht aus, weil wir haben natürlich Abend. Und Mini schläft sehr gerne am Abend. Mini ist gar nicht, doch da ist Mini. Moment, ich hoffe, wir kriegen sie noch. Und ich hoffe, wir müssen danach nichts mehr mit ihr machen. Achso, sie im Einkaufen, okay. Einkaufen war ich heute auch noch nicht. Ah, jetzt, wo ich das gerade sage. Mini, bleib stehen, nicht weglaufen. Oh, hallo. Oh, hallo, Gameplayerin. Es ist so schön, dich heute zu sehen. Kann ich dir bei irgendwas helfen? Hast du ein paar Vorhänge übrig, die du entbehren kannst? Sie sind für Olaf. Wir bauen eine Bühne. Eine Bühne? Oh, wie aufregend. Ich weiß, ich freue mich schon drauf, Olafs Theaterstücke anzusehen. Oh, Miki und ich haben es geliebt, Olafs Stücke zu sehen, während wir heißen Kakao getrunken haben. Weißt du was? Heute ist ein Glückstag. Ich habe gerade ein paar neue Vorhänge von Onkel Dagobert abgeholt und ich habe ein wenig zusätzlichen Stoff. Okay. Danke, Mini. Wie süß! Ja, wie süß. Genau, was habe ich denn? Sei gegrüßt, Nachbar. Auch die Schöne und das Biest, aber aus Holz. Oh, ich muss mal eben. Mist, jetzt habe ich es zu spät gemacht. Ich habe mir nämlich jetzt angewöhnt, immer einen Screenshot zu machen. Also wundert euch nicht, wenn ich mal etwas kaufe und ich dann nebenbei plötzlich die ganzen Screenshots mache. Auf Wiedersehen. Damit ich tatsächlich noch weiß, von welchen Sets die sind. Weil das Problem ist,
dass ich meistens nicht mehr weiß, von welchem Set das war und ich dir alles schön freundlichen so setmäßig Dank zusammenstellen will. So, ist da jetzt noch irgendwas super Wichtiges? Die Sachen, das ist alles okay, das kann ich zur Not später noch holen. Den hab ich schon. Haben wir hier oben irgendwas mega Tolles? Also, ich glaube, das habe ich auch alles. Das ist ich also nicht so schlimm, wenn ich da gleich nochmal reinkomme. Okay. Also, stelle den Gegenstand Bühne her. So, Mini, aber noch nicht schlafen gehen. Ich weiß nämlich nicht. So sieht das Ganze übrigens von weiter weg aus, wollte ich nur mal gesagt haben. Ich weiß nicht, was weiß ich denn jetzt nicht? Ich habe vergessen, was ich nicht weiß. Ich weiß nicht, ob wir dich noch brauchen, genau. Oh Gott, es ist auch für mich ein bisschen zu spät heute. Aber ich wollte unbedingt noch die Folge aufnehmen. So, bringe die Bühne zu Olaf. Wo ist der denn jetzt schon wieder? Olaf. Olaf? Meine ich doch, ich habe ihn doch hier gesehen. Nicht weglaufen, Olaf. Du brauchst dich auch nicht mit deinen Sorgen im Meer zu ertränken. Bleib Entschuldigung. Hier. Hallo, ich benötige hier etwas Hilfe. Ja, ja. Hallo. Sollst du haben. Wow, sehr beeindruckende Handwerkskunst-Gameplayerin. Aber wir sollten die Bühne erst aufbauen, wenn wir bereit sind, die Show zu beginnen. Jetzt, da wir einen Ort haben, an dem wir Geschichten erzählen können, müssen wir nur noch Geschichten finden, die wir erzählen können. Mach dir keine Sorgen. Das Dreamlight Valley ist voller Geschichten. Ich weiß, dass wir eine finden werden, die spannend und actionreich ist. Oh, ich bin ganz schön aufgeregt. Ich werde darüber nachdenken und dir Bescheid geben, wenn ich bereit bin, damit anzufangen, Gameplayerin. Ich schwöre es euch, das war bestimmt der schönste Tag in meinem Leben. Ja. Gameplayerin, genau die Person, die ich sehen wollte. Wie wär's, wenn du mir hilfst, eine Geschichte zu erzählen, die alle Dorfbewohner von ihren Hockern reißt? Natürlich, wie kann ich helfen? Naja, ich habe überall nach einer tollen Geschichte gesucht, die ich erzählen kann. Zuerst habe ich mit einem sehr freundlichen Eichhörnchen gesprochen, dann mit Wally und dann mit Merlin. Was hat dir das Eichhörnchen denn erzählt? Oh, es machte ein lautes, kreischendes Geräusch und rannte davon. Ich bin mir allerdings nicht sicher, wie die Geschichte bei unserem Publikum ankommen wird. Und was hat Wally dir mitgeteilt? Er sagte, ui! Er redet nicht viel. Was hat Merlin dir gesagt? Nun, Merlin kennt immer die besten Geschichten. Wahrscheinlich, weil er magisch ist und außerdem der Älteste, den ich kenne. Er hat mir erzählt, wie du gegen das Vergessen kämpfst und ich habe beschlossen, dass das unsere Geschichte ist. Die Legende von der Gameplayerin. Du willst ein Stück über mich aufführen? Gute Idee, ich bin ziemlich genial. Ja, sagen wir das einfach mal. Puh, ich dachte schon, du würdest den plötzlichen Ruhm nicht wollen, der mit dem Thema unserer epischen Geschichte einhergehen wird. Okay, ich bin ganz Ohr, Gameplayerin. Bitte erzähl mir von deinen Heldentaten, lass keine Details aus. Also gut. Es begann alles, als ich unter einen Baum einschlief und... Wartet, wartet. Wir müssen unbedingt einen Snack für die Geschichtsstunde haben. Ein Snack? Worauf hast du Appetit? Oh, als Schneemann brauche ich nichts zu essen. Ich denke nur an dich. Vielleicht kannst du Remi fragen. Er kennt sich mit leckeren Essen aus. Ich wette, er kennt den perfekten Snack für die Geschichtsstunde. Auf Wiedersehen. Nichts auf Wiedersehen. Ich mach das anders. Moment. Lass uns abhängen. So, da muss ich dich nämlich nicht immer suchen. Ha. So, wir beide. Wir porten jetzt zu Remi. Merlin hat... Ach so, stimmt. Der hat ja auch eine neue Aufgabe. Die hätte ich fast vergessen, in der Freude, dass ich ja Encanta, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, noch freischalten möchte. Hallo? Ist Remi hier nicht drin? Ich kann jetzt auch die Karte nicht machen, hä? Remi? Jetzt sag mir nicht, oh nein. Nein, 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 geh da rein, geh bloß da rein. Da soll mir ja nicht schlafen. Hilfst du mir mal kurz? Oh, was ist denn dahinter? Du suchst also nach dem perfekten Snack für die Märchenstunde? Oh, ich weiß. Wenn ich an Geschichten und Snacks denke, fällt mir vor allem eine Sache ein. Das flackernde Licht einer Kinoleinwand. Der Geruch von gesalzener Butter. Du brauchst Popcorn. Und ich dachte schon, es gibt Chips. Für das perfekte Popcorn brauchst du Mais und Butter. Super, danke, Remi. Wartet, wartet. Du hast gesagt, Olaf wird dort sein. Wieso sagen die eigentlich immer wartet, anstatt warte? Ich weiß, wie man dieses Rezept zu etwas ganz Besonderem machen kann.
Du solltest auch etwas Zuckerrohr dazugeben. Oh, und du brauchst etwas reines Eis. Das ist die geheime Zutat. Ich bin sicher, dass Elsa gerne dabei hilft. Hoffentlich sehen wir uns bald. Ah. Was war das? Rote Kartoffel, eine seltsame Zutat, die in Remis Kühlschrank gefunden wurde. Für welches Rezept könnte das verwendet werden? Okay. Ja. Jetzt stehe ich hier gerade so ein bisschen. Moment, die saß doch auch hier beim Essen, ne? Genau. Schön drin bleiben. Ich komme jetzt rein. Nicht weglaufen, Elsa. Da bist du. Hallo, mein Freund. Du machst einen Snack und Remi hat dir gesagt, du sollst etwas reines Eis besorgen. Das ist ja interessant. Ich stelle keinen Meisterkoch in Frage. Hier, bitte. Das hat Spaß gemacht. So, die Sachen haben wir. Koche Olaf einen Snack. Das können wir direkt hier machen. So, das sieht auch ein bisschen schöner aus hier, oder? Also ich finde, hier liegen mehr Sachen. Aber das kann jetzt auch sein, dass mir das sonst noch nie aufgefallen ist. Süßes Frostpopcorn. Okay. Ja, sehr schön. Dann können wir das nicht einsammeln, was gerade da stand. Egal. Bitteschön. Ja. Gameplayerin, das riecht köstlich. Mm. Jetzt ist alles bereit, damit du deine Geschichte erzählen kannst. Ich freue mich auf deine prächtige Unterhaltung. Es begann damit, dass ich unter einem Baum im Wald einschlief. Und das war's. Das ist alles, was mir passiert ist, seit ich im Dreamlight Valley angekommen bin. Das ist eine der drei besten Geschichten, die ich je gehört habe, Gameplayerin. Ach, war's nicht der Rede wert. Ich weiß, denn ich kam darin vor, genau. Am besten hat mir die Stelle gefallen, als du in das Portal gesprungen bist, um Donald Duck zu suchen. Das Tal hat so viele Helden. Wenn ich ihre Geschichten schreiben soll, muss ich jedes noch so kleine Detail kennen. Was geschah bei Christophs und Donalds epischen Abenteuer? Wie hat Christoph die ganze Zeit, in der Donald verschwunden war, im Wald überlebt? Ich muss alles wissen. Wir könnten mit Christoph und Donald reden und sie fragen. Ja. Tolle Idee. Warum machst du das nicht, während ich mir den ersten Akt des Drehbuchs ausdenke? Erster Akt, erste Szene. Es war eine Nacht voller böser Stürme. Nein, warte. Nein, du sagtest, es war sonnig. Es fängt schon gut an. Also, Donald würde ich gerne als erstes nehmen. Ich weiß nicht, wie lange der wach ist, falls der überhaupt noch wach ist. Auf jeden Fall können wir aktuell noch dahin gehen. Kürbisse muss ich auch noch ernten. Ich weiß, ich weiß. Ich hätte aber vorher gerne noch die Quest freigeschaltet. Ach, der ist draußen. Willst du wissen, was passiert ist, als ich mit Christoph das Vergessen aufhalten wollte? Darauf kannst du wetten. Ich werde dir alles über mein Heldentum erzählen. Dann lass mal hören. In einer dunklen und stürmischen Nacht haben wir auf der sonnigen Ebene gezeltet. Plötzlich sahen wir einen riesigen Schatten an der Wand der Klippe. Er hatte Flügel, die so groß waren wie ein Haus. Es war ein zweiköpfiger, 20 Meter großer, feuerspeiender Drache. Die gibt es nicht in Dreamlight Valley. Nicht mehr, nein. Nicht, nachdem ich diese Kreatur mit meinen eigenen Händen abgewehrt habe. Als nächstes sind wir ins vergessene Land gegangen, wo die Dinge noch schlimmer wurden. Unter mir tat sich ein riesiger Abgrund auf. Dann packte mich ein Seeungeheuer und versuchte, mich hineinzuziehen. Ja. Was? Es ist alles wahr. Ich habe das Seeungeheuer besiegt und auch Christoph gerettet. Danach sind wir in den Wald der Tapferkeit gegangen und ein schrecklicher, böser... Oh, warte, den Rest kennst du. Wenn du mir nicht glaubst, dann frag doch Christoph. Er wird dir alles darüber erzählen. Ja, das werden wir auch mal machen, würde ich sagen. Stopp, Christoph, lauf nicht weg. Ah, da steht er.
Ich soll dir von meinen Abenteuern mit Donald Duck erzählen, als das Vergessen passierte. Nun, es ist kein großes Abenteuer. Wir haben eine Weile auf den sonnigen Ebene kampiert, bis die Riesennachtdornen anfingen, sich überall einzuschleichen. Dann hat Donald etwas gesehen, das ihn wirklich wütend machte, und er hat versucht, dagegen anzukämpfen. Genau, der riesige Drache, von dem er mir erzählt hat. Ein Drache? Nicht ganz. Er hat nur einen Schatten gesehen und dachte, es sei ein Drache. Es war ein Kolibri. Donald hat einen Streit mit einem Kolibri angefangen. Das ist nicht so heldenhaft. Wie ich schon sagte, es war kein großes Abenteuer. Wir haben einfach nur herumgehangen. Danach ging es ins vergessene Land. Da hat sich dann der Boden geöffnet und ein riesiges Seeungeheuer schnappte sich Donald, richtig? Nein. Donald ist in eine Pfütze getreten und hat darauf überall Wasser verspritzt. Dann sprang ein Frosch auf uns zu. Definitiv ein Frosch? Kein cooles Ungeheuer? Tut mir leid, Gameplayerin. Ich wünschte, ich hätte etwas Spannenderes zu erzählen. Danach sind wir in den Wald der Tapferkeit gegangen und, naja, den Rest kennst du ja. Ich schätze, Donalds Version der Geschichte klang viel dramatischer. Bis bald! Das tat sie in der Tat. Ich sehe hier gerade eine Kiste. Die müssen wir natürlich mal kurz mitnehmen. So, Olaf, was hältst du davon? Hast du mit Donald und Christoph gesprochen? Erzähl mir alles. Warte, warte. Lass mich meine Augen schließen, damit ich das alles besser vorstellen kann. Nun, es begann alles auf der sonnigen Ebene, als sie sich einen Drachen stellten. Oder vielleicht einem Kolibri. Das war's. Das ist alles, was Christoph und Donald mir erzählt haben. Aber das sind zwei völlig verschiedene Geschichten. Wer hat deiner Meinung nach die Wahrheit gesagt? Die Wahrheit liegt im Auge des Betrachters, das stimmt, aber ich gehe mal von Christoph aus. Ich bin sicher, du hast recht. Christoph ist sehr ehrlich und seine Geschichte ist glaubwürdiger. Aber Donalds ist so viel aufregender. Ich werde ihn bitten, mir beim Schreiben der Drehbücher zu helfen. Das wird ein Stück, an das man sich erinnern wird. Oh, aber diese Geschichte hat so viele Schauplätze. Die sonnige Ebene, das vergessene Land, der Wald, die Tapferkeit. Ich sollte sie wirklich alle sehen, während ich schreibe, damit ich die Atmosphäre völlig erfassen kann. Kein Problem. Ich habe dieses Ding, das man Kamera nennt. Damit kann ich ein paar Fotos für dich machen. Damit kannst du dich richtig einstimmen. Das wäre wunderbar. Danke, Gameplayerin. Du bist wirklich eine Freundin des Theaters. Könntest du mir Bilder von... Die Säule des Mutes im Wald der Tapferkeit, den Elefantenfriedhof auf der sonnigen Ebene und die Ruinen im vergessenen Land? Mach ich. Ich bin bald wieder da. Okay, Wald der Tapferkeit. Mit der Säule nehme ich mal an, meint der dieses Ding, was jetzt, glaube ich, nicht mehr am Leuchten ist. Das hatten wir ja in der letzten Folge mal nicht gemacht. Hoffe ich zumindest, dass er das meint. Moment, ach nee, das war oben bei dem eisigen... Moment, wo geht der Wald jetzt rum? Über die Brücke. Da ist aber keine... Bin ich jetzt doof? Wo ist denn dieses... Ach, da! Ach! Und da ist schon wieder so ein Sternenbild am Himmel. Ich weiß bisher immer noch nicht, ja, warum die auftauchen und überhaupt... So, ich mache ein ganz schönes Bild mit mir gemeinsam. So, es ist nicht so ein schönes Bild, aber egal. Okay, das war anscheinend nicht die Säule des Mutes. Was ist dann die Säule des Mutes? Ja, was sollte sonst die Säule des Mutes sein? Ich bin mir nicht sicher. Oder muss ich da ein anderes Bild von machen eventuell? Moment, ich versuche das mal so. So, und dann... Ja, sollst du. Nee. Die Säule des Mutes. Die meinen jetzt aber nicht das Ding hier, oder? Ich meine, glaube ich jetzt... Ach, jetzt tue ich das auch noch weg. Glaube ich jetzt nicht, aber können wir mal probieren, ob das irgendwie damit gemeint ist. Nee. Oder darf ich da nicht mit drauf sein? Aber dann wird es natürlich kompliziert.
Wir nehmen erstmal den Elefantenfriedhof auf der sonnigen Ebene. Das dürfte ja normalerweise da sein, wo Scar ist. Gucken wir da wegen der Säule gleich nochmal nach. Müssten wir theoretischerweise hier ein Bild von dem Ganzen hier machen. Jetzt weiß ich aber nicht, ob das ausreicht, wenn das jetzt so verschwommen im Hintergrund ist. Doch, das reicht aber aus. Okay. Gut, die Ruinen im vergessenen Land. Ich schätze mal, die Ruinen werden wohl... Ja... Ist die Frage, ob das jetzt genau damit gemeint ist. Bin mir nicht sicher. Ja, doch. Okay. Oder liegt das tatsächlich an der Einstellung? Also, ich nehme mal an, dass wirklich die Säule des Mutes, das muss doch das eine sein. Liegt das wirklich an der Einstellung, dass ich das normal mit einem Selfie gemacht habe und nicht auf Breitbild gemacht habe oder so? Ich habe keine Ahnung. Machen wir das jetzt nochmal so und dann nochmal auf Breitbild. So. Nee, ist nicht euer Ernst. Man muss es auf Breitbild Oh Gott. Olaf? Olaf, was machst du denn jetzt da hinten? Wieso bist du nicht mehr bei mir? Was soll das denn jetzt hier? Hallo? Ja. Wahnsinn, es ist, als wäre ich genau dort. Ah, ich kann diesen Ort fast riechen. Ah. Jetzt haben wir eine Geschichte zu erzählen, Bilder von unseren Orten. Und ein Co-Autor. Donald hat sich bereit erklärt, mir beim Schreiben des Drehbuchs zu helfen. Wir sprechen uns bald wieder, Gameplayerin. Es steckt eine Menge Arbeit in einer großen Produktion wie dieser. So, es tut mir wirklich leid, aber die Aufnahme mit dieser Quest hat fast eine Stunde gedauert. Deswegen cutte ich das Ganze hier einmal. Und den Rest sehen wir dann in der nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.